Herzlich willkommen zurück. Wir haben im vorigen Video schon ein bisschen über Unter- und Obersummen im Zusammenhang mit Funktionsgraphen gesprochen. Also da solltest du dich jetzt schon ein bisschen auskennen. Und das Ziel für dieses Video ist, dass wir die Ideen aus dem vorigen Video jetzt auf ein konkretes Beispiel einfach einmal anwenden. Schauen wir uns das Beispiel an. Wir sehen hier den Graphen einer Funktion f mit der Vorschrift f von x ist 0,1 mal x² plus 1. Wir wollen jetzt den Flächeninhalt groß A zwischen dem Graphen und der x-Achse im Intervall 1, 8 abschätzen. Dazu zerschneiden wir die Fläche in 7 gleichbreite Streifen. Den Flächeninhalt eines jeden Streifens schätzen wir mit Rechtecken nach unten und nach oben ab. Soweit, so gut. Wir wollen jetzt hier die folgenden beiden Fragen ganz konkret auf dieses Beispiel bezogen beantworten. Wie groß ist der Flächeninhalt groß A mindestens und wie groß ist der Flächeninhalt groß A höchstens? Wir wollen diesen Fragen mit System begegnen und fangen deshalb zunächst einmal damit an, dass wir die folgende Wertetabelle ausfüllen. Nimm dir dafür einfach ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video. Vergiss nicht, als kleiner Tipp, ganz oben steht eine Funktionsvorschrift angegeben. Denn die Grafik allein wird die Funktionswerte nicht so exakt ausspucken. Pausiere kurz das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, ich habe in der Zwischenzeit ebenfalls die Wertetabelle ausgefüllt und dieses Ergebnis hier erhalten. Du kannst dir kurz einen Moment Zeit nehmen, um die Ergebnisse zu vergleichen. Gut, als nächstes wollen wir jetzt den Flächeninhalt groß A tatsächlich konkret nach unten und oben abschätzen. Dafür müssen wir Untersumme und Obersumme bestimmen und die Untersumme entspricht ja genau dem Flächeninhalt dieser Rechtecksfigur hier und die Obersumme entspricht dem Flächeninhalt dieser Rechtecksfigur hier. Rechtecksfigur deshalb, weil das eine Figur ist, die aus lauter Rechtecken besteht. Das war jetzt eben noch ein kleiner Tipp für die Berechnung der Unter- und Obersumme. Das ist jetzt nämlich der nächste Arbeitsauftrag. Berechne Unter- und Obersumme, nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und wir sprechen dann noch über das endgültige Ergebnis. Na gut, fangen wir mit der Untersumme an. Schauen wir uns diese Rechtecksfigur hier an. Stellen fest, na gut, um den Flächeninhalt zu berechnen, werden wir einfach die Flächeninhalte all dieser kleinen Rechtecke berechnen und die dann alle miteinander addieren. Als allererstes stellen wir noch fest, alle Rechtecke haben Breite 1. Das ist besonders praktisch, weil das bedeutet, dass der Flächeninhalt dieses kleinen Rechtecks hier dann einfach f von 1 mal 1 ist, also einfach f von 1. Das bedeutet dann auch, dass der Flächeninhalt dieses Rechtecks hier dann einfach f von 2 ist, also plus f von 2 plus. Und das machen wir weiter bis f von 7. Die müssen wir jetzt alle miteinander addieren und erhalten als Ergebnis 21. Gut, bei der Obersumme können wir ganz gleich vorgehen. Nur Achtung, hier ist jetzt der erste f von 2. Dann geht es genau gleich weiter. Und jetzt gehen wir aber durch bis f von 8. Und erhalten hierfür 27,3. Also wir wissen, der tatsächliche Flächeninhalt ist größer gleich 21 und kleiner gleich 27,3. Soweit, so gut. Im nächsten Video geht es mit dem gleichen Beispiel weiter. Und dort werden wir uns ganz anschaulich anschauen, was passiert, wenn wir das Ganze hier immer weiter verfeinern.